Hallo zusammen, mein Name ist Dominik, ich komme aus dem Kanton Aargau und ich habe mich in meiner Arbeit mit Jupiter und seinen galileischen Monden befasst. Konkret ging es um Bedeckungen und Verfinsterungen der galileischen Monde und wie man durch den Einsatz eines Teleskops und einer Kamera wissenschaftlich verwertbare Daten generieren kann. Alle 6 Jahre ist Jupiter, die Erde und die Sonne auf einer Ebene. Dadurch kommt es zu Bedeckungen und Verfinsterungen der galileischen Monde, welche man von der Erde aus beobachten kann. Eine Bedeckung kommt also zustande, wenn ein Mond vor einem anderen Mond durchläuft. Von einer Verfinsterung spricht man, wenn ein Mond einen Schatten auf einen anderen Mond wirft, wobei in beiden Fällen die Helligkeit abnimmt. Eine solche Bedeckung fand am 1. August 2021 statt, welche ich mit meinem Teleskop und einer Kamera aufgenommen habe. Dabei bedeckte der Mond Ganymed den Mond Europa und dies geschah zu einer spezifischen Zeit, welche von IMCCE, einer Abteilung am Observatorium von Paris, vorhergesagt wurde. Aus meiner Messung und einer quantitativen Fehleranalyse ergab sich, dass die tatsächliche maximale Bedeckung über 4 Minuten und 9 Sekunden später als vorhergesagt stattfand und dies mit einer Unsicherheit von plus minus 78,6 Sekunden. Die von mir generierten Messdaten wurden an IMCCE gesendet, wo sie verifiziert und in deren Datenbank aufgenommen wurden. Somit konnte ich wissenschaftlich verwertbare Daten generieren, die dazu beitragen, die Jupitermondbahnen genauer zu bestimmen.